Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten The Quarry Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es weiter mit der nächsten Folge und man merkt von Folge zu Folge, es wird immer spannender. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, heute oder in den nächsten Folgen wird es so richtig abgehen und der Horror kann so richtig beginnen. Und ja, Freunde, eine Sache vorweg, jetzt kommt was richtig Geiles und zwar die Macher von The Quarry haben Ernesto einfach angeschrieben und wollten mit mir eine Kooperation zu diesem Spiel eingehen. Deswegen ist dieses Video, was ihr gerade seht, gesponsert von The Quarry himself, von 2K und ey, wirklich sehr großes Dankeschön, dass die das gesehen haben und mit mir jetzt so eine kleine Kooperation hier machen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und deswegen, Freunde, tut mir den Gefallen, checkt mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus, denn dort kommt ihr auch direkt zum Spiel. Könnt ihr das Ganze gerne mal auschecken für Xbox, PlayStation, PC. Und ja, ich wollte das Spiel sowieso let's playen. Und jetzt kriege ich dazu eine Kooperation. Wirklich sehr, sehr geil. Ich feiere das Spiel bisher richtig. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Weil ich glaube, es wird noch richtig hart werden, Freunde. Und ja, deswegen, checkt das gerne aus. Und ich würde sagen, wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar, ja, wir waren da mit dem einen da in dem Büro und haben so einen versteckten Gang gefunden. Die geheime Tür. Aber ich glaube, es wird hart werden jetzt. Es wird hart werden. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen Schiss. Hackettwälder, Nick, August. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ariel Winter? Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Stalker? Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Ach nein, jetzt muss ich entscheiden. Schattenlichtung, Felsfahrt. Schattenlichtung, Felsfahrt. Boah, bei Felsfahrt hätte ich Angst, da kommen diese Maisfelder und so, diese ganz hohen Dinger und auf einmal kommt jemand rausgesprungen. Deshalb gehen wir über den Schattenlichtung hört sich auch so komisch an. Ich glaube, haben die einen nicht die Schilder verstellt in der letzten Folge, der eine, der komplett mit Blut zugetunkt war? Ich glaube, wir gehen in Schattenlichtung. Also hier lang. In Schattenlichtung. Ach du Scheiße. Oh. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Habe ich mich direkt für einen guten Weg entschieden, oder Leute? Komm, ich helfe dir. Scheiße. Schlau, er hat das extra gemacht, damit er jetzt sagen kann, ich helfe dir und jetzt ihre Hand nimmt und sie dann rummachen. Ach doch nicht. Junge, was ist das jetzt wieder für eine Musik? Wir müssen. Boah, ich muss immer aufpassen, ey, Leute. Ich habe zwar eingewählt Streamer-Modus, aber trotzdem wurde Video vorgestern gelb. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ich glaube, da sind trotzdem auch so Copyright-Songs mit dabei, wo man... Oh oh, also, wir werden beobachtet. Es gibt einen Witz über Künstler. Okay. Aber blöd. Ach ja? Ja. Willst du den hören? Klar. Okay. Also gut. Warum hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Weiß nicht. Bei ihm war der Schwung so schnell zu Ende. Voll dumm. Sorry, Jacob hat ihn erzählt. Was? Ich hab gedacht, weil er zu schnell gekommen ist. Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Ja, sorry. Keine Ahnung. Was? Golfer ist doch einlochen. Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken so schmutzig. Hey, dieser Gemaniak, Alter! Ein Vogel. Verdammte ein Vogel. Scheiße, Mann! Oh, tut mir echt leid, ich bin nur ein wenig... Boah! Ich bin nur ein wenig nervös. Kam das gerade unerwartet, Alter? Scheiße, ey! Beruhigen macht dir keinen Kopf, neugierig. Was hat die gesagt, Mann? Die hat gesagt, die ist nervös, ne? Neugierig, wieso bist du nervös? Beruhigen macht dir keinen Kopf. Ich glaube, die ist nervös. Neugierig. Ich bin einer der neugierig. Ich würde sagen, warum bist du nervös? Warum? Ich will es wissen. Warum bist du nervös? Wieso? Ist vielleicht Einbildung. Aber seit die Camper weg sind, habe ich das vage Gefühl, dass jemand anderes da draußen ist. Uns beobachtet. Als wären noch Camper hier? Nein. Da hinten steht doch irgendwas. Nein. Es ist nur, die kleinen Härchen in meinem Nacken stellen sich auf, weißt du?
Ja. Oh. Nun, wahrscheinlich Einbildung. Gut. Hast recht. Oh, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach, Leute. Das ist der Wald mit den Bären. Bei Bären. Leonardo DiCaprio hat auch in Revenant gegen den Bären gekämpft. Hat einen Oscar bekommen, seinen ersten. Hätte schon damals Titanic Inception kriegen müssen, euch. Was liegt hier wieder, eine Pokémon-Karte oder was? Kinder, liebe Kinder. Das ist doch eine Karte. Ist das eine Kamera? Ja. Vielleicht für die Wildtiere? Ja. Eine Wildkamera. Macht Sinn. Wildkamera? Zu wild. Was ist das denn? Eine in den Bäumen versteckte Wildkamera. Vielleicht eine reine Vorsichtsmaßnahme oder dient sie der Überwachung? Hör mal die Musik im Hintergrund so richtig voll, so als ob die gerade frisch verliebt sind. Sie lernen sich gerade neu kennen. Das neue Traumpaar hat sich gefunden. Oh mein Gott, das ist alles so schön hier. Weißt du, ich habe mich jetzt getrennt von meiner Freundin und jetzt muss ich hier diese ganze Liebesgesülze mitmachen, ey. Ach, alles gut. Ernesto, wäre doch kein Problem. Wir kriegen alles hin, Leute. Diese Musik hier, Alter. So, wir gucken uns mal jetzt hier ein bisschen um. Die Frage ist aber, wo geht's hier weiter? Ich glaube, da oben sind wir hergekommen, ne? Warum habe ich das Gefühl, gleich springt da irgendwas aus dem Busch? Ich würde mal gerne wissen, was wäre gewesen? Was wäre, wenn wir den anderen Weg genommen hätten? Hätten wir uns dann auch erschrocken? Ja, es gibt viele verschiedene Wege in dem Game. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter, Alter? Ich laufe hier im Kreis die ganze Zeit. Boah, da hinten ist eine Kiste. Boah, ich sag euch so, wie es ist, ne? Ich hasse Wälder. Also, wenn es so dunkel wird und so alles. Kann ich nicht durchlaufen. Auf gar keinen Fall. Wie bei Harry Potter. Der verbotene Wald. Ranga-Box. Ranga-Box. Eine unverschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zum Wechseln, Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger. Gibt es in diesen Wäldern überhaupt Ranger? Eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Nackte Ranger. Meint ihr, wir werden die noch ein paar so Szenen sehen, die ein bisschen intimer werden, Chat? Freunde? Oder was sagt ihr? Die Musik ist mir zu fröhlich. Guck mal, gleich passiert irgendwas. Gleich kommt wieder der nächste Azrai, da war Azrai, der Vogel kommt. Grrr. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Wow. Was meint ihr jetzt da? Ariel Winter? Oh, sieht aber echt cool aus, ne? Sehr schöne Landschaft. Verspielt mal mich. Aufrichtung, das ist echt gut. Ernesto Valverde macht jetzt wie bei Titanic. Rose legt sich auf die Couch, komplett nackt und sagt, mal mich. Verspielt. Ich glaube, ich würde die Situation ein bisschen ausnutzen. So, ja komm, mal mich doch mal. Doch komm, ich bin mal gespannt, die wird da mitmachen, safe. Guck jetzt. Oh, mal mich. Oh, sorry, ich will das nur kurz zeichnen. Klar, sorry. Ah. Dumme Idee. Ich mach das nur kurz fertig. Lass dir Zeit. Ach, geil, Alter. Mann, der muss doch mal die Situation ergreifen. Geh mal jetzt ran. Tu mal dein Bein, eine Hand, seinen Oberschenkel. Mach irgendwas. Geh mal näher jetzt. Perfekter Ausblick hier. Was für eine Situation willst du noch bekommen? Er sitzt da 5 Meter von da weg. Er denkt, Sicherheitsabstand 1,5 Meter. Geh ran! Hey, hörst du das? Ach, oh Gott. Oh ist Gott. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Oh Gott. Tja, Kylie! Da! Er ist so winzig. Jetzt kommt das Safe was aus dem Gebüsch, ne? 100%. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte.
gedacht. Nein, da ist was im Gebüsch. Rette Abby. Ich rette Abby. Oh mein Gott, Bruder, Wildschwein! Was ist das denn? Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Okay. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Okay. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie die verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Ach du Scheiße. Okay, wir dürfen nicht atmen. Lass X los, wenn es sicher ist. Wo soll ich denn wissen, wann es sicher ist? Warte. Es ist sicher. Renn. Digga, das ist doch nur ein Wildschwein. Beruhig dich mal, Alter. Er dachte, das ist ein Bär. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid. Oh, kleines Wildschweinchen. Ja, gleich kommt von hinten der Undertaker. Dann lacht ihr nicht mehr so. Fröhlich, stell dir die Story vor. Pedantisch, eine Sau trifft man nicht oft. Fröhlich, stell dir die Story vor. Nee, eine Sau trifft man nicht oft. Komm, hau mal den jetzt raus. So eine Sau trifft man nicht oft. Die sind eigentlich nachtaktiv. Tagsüber begegnet man ihnen selten. Oh. Ich glaube, bei Wildschweinen ist Bache das Wort für ein Weibchen. Man lädt doch nie aus. Mit der kannst du gar keine Witze machen, Alter. Die ist richtig so voll verkrampft irgendwie. War dann immer diese Musik. Ich glaube, die müssen erstmal ein bisschen Rille machen, ey. Jetzt wieder die Musik. Jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen. Setzt euch beide drauf. Geh näher. Oh mein Gott, diese wunderschöne Melodie. Wir sollten zurückgehen. Oh oh. Guck jetzt. Oh Gott. Okay, jetzt kommen die nächsten wieder. Ja, aber der erste Jumpscare war schon mal da vorhin. Hackett's Quarry Camp Feuerstelle Caitlin. Ach so, die eine. Ist sie alleine? Bitte nicht. Oh mein Gott, die macht jetzt Selfie und guck mal hinter ihr. Safe. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Oh nein, nicht sowas. Hör doch. Einfach Foto machen. Ich dachte, ich hasse das. Ich hatte mal bei Until Dawn auch. Auf einmal stand irgendwas vor der Kamera. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Ehrlich, in dem Baumhaus war ein Licht, frustriert, kein Netz. In dem Baumhaus war ein Licht, ich wäre immer so einer. Ich würde sofort sagen, ey, da hinten war irgendwas, glaub mir, da war was. Safe, ehrlich. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ach du Scheiße. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? So ein komischer ist Typ. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung?
Emotionen, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Hat der okay, Bitters mit? Wo sind die Bitters? Die erstellen sich nicht selbst. Einer hat doch die Bitters gehabt. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Besorg es Abby, mir. Abby, Nick. Er sagt so, Igitt, Wortwahl. Wir haben Holz. Er hätte sagen müssen, ich besorg's dir gerne. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Wer spielt die Hexe von Hagrid's Curry? Nee, ich würde damit keine Späße machen. Mit so Hexen und so Geisterspuk mache ich keine Späße. Ernst, wirklich alles okay? Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Das war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Wow. Speziallieferung. Digga, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Wow, wow, wow. Ist die bescheuert? Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hagrid's Quarry Grundnährstoffe. Wassermelone. Wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier... Die streiten sich wegen Chips. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Ach du Scheiße. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Spöttlich, keine gute Idee. Streng, ich lasse euch nicht mit einer Knarre allein. Würde ich auch nicht sagen, Digga. Es kann gefährlich sein. Ich habe schon mal so Unfälle, also nicht persönlich, aber es gibt öfter solche Unfälle, wo Leute da mit der Knarre spielen, auf einmal ballern die sich selber ab und so. Vorsicht. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis, Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Einfach wegen Chips. Wirst schon sehen. Die abgelaufen Jawohl! Sind. Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon Waffe weitergehen auch noch nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Tja. Oh ja, wie alt waren die alle nochmal? Ich hab das gar nicht mitbekommen, oder wurde das überhaupt gesagt? Ich glaube, die sind alle so ziemlich jung, ne? So 23, 24. Aber jetzt. Nick, Weg okay, zur Campfire, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sagte also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Oh nein, jetzt geht's los. Guck jetzt, vertraut mir. Jetzt löten die sich auf. Okay, und jetzt... Ist sie mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, jämmerlich. Okay, danke, bye, oh mein Gott. Bye. Oh mein Gott. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Hoffnungsvoll, es war okay. Ausweichen. Und deine Zeit mit Emma? Hoffnungsvoll, es war okay. Also, ich glaube, er steht hier auf sie und ich würde dann auch zu ihm sagen, ja, es war okay, hoffnungsvoll. Hoffnung stirbt zuletzt. Er hat sich ja anscheinend vielleicht sogar verliebt, ne? Man hat es ein bisschen angemerkt, dem. Da war irgendwas. Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Sie ist
Richtig smart. Ja. Die ist verklemmt. Ja. Bist du zum Schuss gekommen? Spar dir das. Zum Schuss gekommen. Okay. Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Na, Performance, wichtig. Jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vorm Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Ich weiß ja richtig Bescheid. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Tutorial ansehen. Komm, wir gucken uns mal das Tutorial an, oder? Weil wir haben es ja noch nie gemacht, so richtig geschossen. Gucken wir uns das mal an. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Ah, okay. Das ist ein Licht. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Geil. Ey, die Tutorials sind echt cool, Alter. Feier ich, wie die das da zeigen, ey. Nice. Okay. Okay, wir müssen ja auf die Becher. Warte mal, die Gläser. Sehr gut, Nick. Ich hab getroffen. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Der wird nervös, okay, der andere. Nick. Der merkt, wir können schießen. Jetzt wird's ernst. Okay. Jawohl. Schöner Schuss. Easy. Zack. Ganz easy. Guck mal, der kriegt Schiss. Und was jetzt? Worauf soll ich denn jetzt schießen? Ich sehe nichts mehr. Wassermelone? Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ha! Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profi-Meister. Ja, nicht mit schlecht. Dem Gewehr, okay? Wow, Alter, pass doch mal auf die Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Ja, nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Nee, guck mal, ich wäre so einer, sag ich so, wie es ist, wenn ich merke, der ist jetzt schon so gereizt und so, ich hasse es dann, Leute noch mehr zu reizen. Jetzt so nach dem Motto, entweder sagen wir, oh, Butterpops Jingle, lalalala, du kriegst keine, du Kleiner, und dann artet es aus. Ich kenne das. Ich würde einfach sagen, komm, scheiß drauf, gutes Spiel, scheiß drauf. Ne? Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber ihr seid beide gemein. Bam. Ihr dachtet, das wär's. Was zu? Ja, ja klar. Ja gut, dann brauchen wir ja keine Angst mehr zu haben. Ne? Wir haben ja perfekte Pumpgun-Schützen. Wenn ich mit Rap, dann mit der Pumpgun, dann mit der Pumpgun. Die Wassermelonen sind kaputt. Und alles ist nur Schmutz. Bogda, ogda. Oh nein, die Nacht kehrt ein. Woohoo! Wir haben Vollmond. Camp Feuerstelle Ryan. Jetzt geht der Abend erst richtig los. Der Abend beginnt. Ja, das ist deren letzte Nacht, 100%. Ist mir scheißegal, soll am Ende alle abkratzen, ist mir egal, Alter. Ich werde so handeln, wie ich handeln würde. Guck mal, die sind ja nur 2, 4, 6. Nee, 2, 4, 6 Leute sind die, oder bin ich blöd? 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay.
Aber solange sie in der Gruppe bleiben, ist eigentlich alles gut. Aber man kennt es doch, gleich am Ende werden die sich alle aufteilen. Einer geht nach da, einer geht auf einmal da in den Wald pinkeln. Der eine muss dann auf einmal dahin. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Wahlweit oder Pflicht? Kommt, Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lass Wahrheit uns oder was Pflicht? Machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht? Ja! Ja, ich bin der Beste! Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln? Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut. Let's go! Und alle einverstanden sind, egal. Supi. Ich meine, du kriegst eine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Wahrheit oder Pflicht? Extreme. Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Schwierig. Unterbrechen? Nee, scheiß drauf. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Ja, langweilige Fragen. Okay. Ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Warte mal. Ruf ist... Warte mal, Ruf... Aber wir spielen jetzt Ryan, Trent Alexander-Arnold. Warte mal, Ruf bedeutet Wahrheit, ne? Und Ehre, immer her damit, ist Pflicht, oder? Pflicht, ich bin für Pflicht. Ehre, immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Caitlin, also ich würde safe Caitlin küssen. Caitlin, sollen wir? Oha, Digga, voll locker hier. Wow. Immer gerne zu Diensten. Wow, die dachte sich gerade auch so, ja, die machen richtig rum und dann sowas. Guck, wie enttäuscht die ist. Okidoki, wen nehme ich? Dylan ist etwas ich enttäuscht. Ich und Jacob waren noch nicht dran. LOL. Guter Punkt. LOL. Dylan ist etwas enttäuscht. Meint ihr, das steht auf den? Ach, Digga, ich habe keine Ahnung. Aber ich handle so, wie ich handeln würde, so. Ist mir egal, ob der eine jetzt auf den stand oder nicht. Ich handle so, wie ich handle. Jacob? Machen wir Jacob. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre, Mann, komm schon. Okay. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes, ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Digga, bitte zensiert das. Das finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto. Du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon. Ich kann das. Nein, komm schon. Schön, Veto. Wisst ihr was? Leck mich doch. Okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst. Dann bin ich dran. Ach doch. Was machen die da, Alter? Richtig langweiliger Abend Emma. Bei denen. Ehre. Emma... Also, du küsst Jacob oder oh. Nick.
Na dann. Ja. Sagt ihr einfach, ich küsse beide. Nick, da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine Sache. Gute Idee. Ich nehme Nick. Oh. 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 Oh oh. Im Ernst jetzt? Oh, der ist jetzt richtig enttäuscht, Digga. Der wird jetzt so Hass kriegen. Erstmal vorhin gegen den verloren und jetzt sowas. Ach du Scheiße. Eieiei. Und die eine ist auch noch abgefuckt. Bruder, was passiert hier? Es reicht. Boah, der kriegt richtig Hass, Alter. Der kriegt richtig Hass. Ach du Scheiße. Danke, Nick. Das war extra ihr Plan. Könnte man, der steht ja voll auf die. Und die eine Rothaarige steht auf den Nick. Er ist gut. Boah, und die ist jetzt abgefuckt. Ach, geil, Alter. Junge, sind wir hier in der 6. Klasse oder was? Du bist meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Digga, ey, kommen die alle klar? Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Dass das so eskaliert, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Was? Schach. Schach. Junge, 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 Alter. Oh, 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 guck mal, wer da ist. Oh, shit. Oh, shit. Guck mal, wer da steht. Digga, da stehen einfach die zwei. Verdammt. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn auf einmal her? Oh Gott. Boah, diese Hexe ist auch mal lachig, Alter. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Ja. Dann sag, was bringst du mir mit? Ich bring dir wieder Pokémon-Karten mit. Hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ich dachte, ich habe eine Karte gefunden. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Scheiße. Wir hätten safe irgendwo eine finden. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Was sind das da für... Seht ihr diese weißen Punkte hier? Was ist das? Hier. Das ist, ach, das ist mein Licht da hinten. Deswegen kommt das. Da ist so ein Licht. Guck, ich mach meine Hand davon, ist es weg. Okay, Leute. Kapitel 3. Ärger im Paradies. Und genau da werden wir morgen bei der nächsten Folge weitermachen. Ja, morgen wird's richtig abgehen, Leute. Ärger im Paradies. Sie ist jetzt allein im Wald. Sie ist traurig, dass er mit der einen rumgemacht hat. Einfach ein Kuss hat die ganze Situation kaputt gemacht, weil der eine stand auf die und sie stand auf ihn. Und deswegen ist da jetzt die Krise. Und ja, wir schauen morgen weiter, was hier passieren wird. Denkt auf jeden Fall dran, ganz oben den Link in der Videobeschreibung auszuchecken. Da kommt ihr direkt zu The Quarry. Danke auf jeden Fall auch an 2K. Die sind immer so korrekt gewesen zu mir und auch schon bei WWE damals. Und jetzt haben die auch noch eine kleine Kooperation mit mir zu dem Spiel. Kuss geht auf jeden Fall raus, deswegen checkt das aus. Einfach nur den Link anklicken, würde mich schon freuen, Leute. Einfach nur abchecken, klickt drauf. Und dann würde ich sagen, NS2 Alberta ist raus. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt The Quarry. Bis morgen.